Wer hoch hinaus will, hat mehrere Möglichkeiten: Fliegen, Ballonfahren oder Klettern. Im Rahmen der Ferienpass-Angebote gibt es eine spektakuläre Sportart, die bei jeder Witterung stattfinden kann. Junge Leute treffen sich in der Kletterhalle in Bruck an der Mur, um sich der Herausforderung des Klettersports zu stellen. In erster Linie einmal das Engagement und die Begeisterung mitbringen und die Motivation, hoch hinaus zu wollen. Und zwar im Unterschied zum Ballonfahren, zum Fliegen, wo man ja Passagier ist, wo man das passiv konsumiert praktisch, muss man es beim Klettern, wenn man höher hinaus will, aus eigener Kraft tun. Und das ist das Wesentliche, was, glaube ich, in unserer heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist. Dass wir wegkommen von der Konsumgesellschaft und hin zu einem Sport, zu einer erfüllenden Tätigkeit, die wir aus eigener Kraft tun können. Allein beim Hinschauen wird so manchem schwindelig. MEMA TV hatte die Möglichkeit, bei einem solchen Indoor-Kletterkurs dabei zu sein. Klettern ist nicht nur Sport, sondern hat auch andere Kompetenzen. Für die Charakterbildung, für die Persönlichkeitsentwicklung, für das Erlangen sozialer Kompetenzen ganz wichtig. In der Pädagogik weiß man heute schon, wie wichtig das Klettern ist, das Übernehmen von Verantwortung, das behutsame Miteinander umgehen. Das funktioniert beim Klettern nach einiger Anleitung, mehr oder weniger, ja, je nach Gruppe halt, funktioniert das sehr, sehr gut. Aus welcher Perspektive man das Klettern auch immer betrachtet, es ist spannend wie ein Bergfilm. Nun birgt dieser Sport auch einige Gefahrenmomente in sich, aber das scheint für einige die besondere Herausforderung zu sein. Klettern für junge Buben und Mädchen ist ein besonderes Erlebnis. Das war toll für mich. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Das Klettern. Und ich könnte nicht mehr. Ich habe gespürt, dass ich nicht mal die Arme könnte, aber ich habe immer weiter gekämpft, bis ich es bis oben geschafft habe. Heute wird schon den ganz Jungen das Klettern schmackhaft gemacht. Ich glaube, das ist insgesamt die Faszination, eben aus eigener Kraft hinaufzukommen. Die Faszination an der Bewegung des Kletterns ist was ganz was Ursprüngliches, was uns, glaube ich, angeboren ist. Das haben wir in den Genen drinnen. Es ist ein Genuss, hinaufzusteigen, sich mit den Händen anzuhalten, mit den Füßen weiterzusteigen und das angesichts der Abgründigkeit, die wir dabei erleben. Das ist ja nicht ungefährlich und wir spüren ja das instinktiv und trotzdem wissen wir einerseits aus eigener Kraft, können wir in der Wand hängen und wenn das nicht mehr geht, dann stürzen wir aber nicht in den Abgrund, sondern ins Seil. Und das ist eine irrsinnig positive Erfahrung. Unsere Kamera hat die spannendsten Szenen eingefangen. Ein Grundsatz gilt vor allem: Safety first. Wenn es gefährlich ist, Klettern ist gefährlich, ist eine Risikosportart, soll man die Augen aufmachen. Confront the brutal fact, sagt man, nicht? Also mit dem Schwierigen, mit dem Brutalen, mit dem Gefährlichen soll man sich konfrontieren, hinschauen, was könnte passieren. Dann steigt das oder dann entsteht das Bewusstsein für die Gefahr und wir können dann dementsprechend handeln. Das ist genau das, was wir den Kindern beibringen. Wir leiten das immer so ein, dass wir zunächst einmal ein Bewusstsein schaffen, wie gefährlich das ist. Wenn man hier herunterstürzt, das überlebt man nicht. Ja? Und jetzt ist wichtig, wie muss man an die Sache herangehen, damit man es trotzdem tun kann, ohne dass was passiert. Und die Kinder und die Jugendlichen, die wissen das sehr genau und übernehmen die Verantwortung, wie man hier sehen kann, in einer sehr vorbildlichen Art und Weise. Und das sind ganz wichtige Erfahrungen, die wir den Kindern neben dem Klettern selbst auch beibringen oder ermöglichen wollen. Die jungen Leute haben eine enorme Freude und ihnen ist kein Hindernis zu schwierig, ihnen ist keine Anstrengung zu groß, sie machen es mit Begeisterung. Das liegt natürlich auch am Mentor. Ja, danke. Ich hoffe, dass ich einiges dazu beitragen kann, dass diese Begeisterung in die Welt und ins Leben der Jugendlichen kommt. Die meisten der jungen Kletterer bleiben auch außerhalb des Ferienpasses interessierte Kletterer. Dieser Sport ist zudem ein Ganzjahressport.